Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus dem Wolkentor. Mit diesem Video soll eine ganze Videoreihe gestartet werden, ins Leben gerufen werden zum Thema Zen, zum Thema Sazen, zum Thema Sitzen in Stille. Vorrangig soll es dazu dienen, euch, wenn ihr euch dafür interessiert, vielleicht zum ersten Mal mit der Meditation in Berührung gekommen seid, soll es als Orientierung dienen, als Eckpfeiler, vielleicht bei Hindernissen, die auftreten, bei Irritationen, um so ein bisschen mitgenommen zu werden und vielleicht dann den Entschluss dadurch reifen lassen, hier vielleicht zu einem Session zu kommen und schon etwas den Acker gepflügt zu haben, bevor man hierher kommt. Also es gibt ja zahlreiche Videos im Internet über Sitzhaltung auch, die kann man sich angucken. Man kann bei YouTube zum Beispiel schon ziemlich viel sehen, wie die Herangehensweise ist, wenn man sich auch für Zen interessiert. Ich möchte, bevor ich mit den präzisen Sitzhaltungen und den Effekten, die damit verbunden sind, bevor ich darauf näher eingehe, etwas überhaupt zur Meditation, zur Stille erzählen. Also meistens ist es so, jedenfalls war es bei mir so, dass man sich zur Stille hingezogen fühlt, weil ja ziemlich viel Lärm im Kopf ist. Ja? Weil vielleicht im Außen auch ziemlich viel Reize sind, vielleicht das emotionale Erleben aus dem Gleichgewicht gekommen ist, im Ungleichgewicht sich befindet, weil man ziemlich verwirrt ist. Welchen Alltagslagen das auch immer sich da niederschlägt. Man findet zur Stille, findet Meditation für sich interessant und dann setzt man sich hin oder man spürt, dass die Stille auf jeden Fall eine beruhigende Wirkung auf das Erleben hat. So. Meistens oder oft erlebe ich es so oder auch erlebe ich es immer wieder so von Menschen, die zur Meditation, die zum Zen hierher kommen, dass aber der Prozess, in dem man dann hineingeht, wenn man sich der Stille widmet oder wenn man mit der äußerlichen Stille erstmal in Berührung kommt, dass innerlich sehr viel Unruhe ist, dass innerlich sehr viel Lärm ist. Lärm, der sich niederschlägt in Emotionen, in Unangenehmen und dass die Sachen, vor dem man eigentlich weg möchte, vor dem man fliehen möchte, sich erstmal niederschlagen in diesem Nicht-Tun körperlicher Art. Und da ist es wichtig zu wissen, dass das erstmal alles in Ordnung ist, dass das völlig normal ist, dass eigentlich dann der Prozess, die Waschmaschine sozusagen angedrückt wird und der Prozess dann läuft. Bevor es in die Stille geht, geht es erstmal in die Reinigung, in den Schleudergang. Und da ist es wichtig, einfach sich durchzubeißen, sich einfach nicht abschrecken zu lassen. In den folgenden Videos nach der Sitzhaltung wird es dann darum gehen, wie es dann präzise mit diesen Hindernissen umzugehen gilt. Stille. Was ist das überhaupt, Stille? Stille kennen wir vielleicht, wenn wir im Wartezimmer beim Arzt sitzen. Da ist es meistens auch still, aber meistens nicht gerade angenehm. Stille ist es, wenn wir einfach mal den Mund halten. Ist es denn aber wirklich still? Oft ist es nicht so, weil der Kopf widerstreitende, wiederkehrende Gedanken, weil der Bewusstseinsstrom des nicht endenden Denkenmüssens, dem Denkzwang, dass der weiter gespult wird, dass sich irgendwas im Geist weiter fabriziert. Wir befinden uns in einem ständigen Nachdenkzwang. Und elementar und wichtig ist, sich erstmal einzugestehen, dass das so ist, wie es ist. Dass man sagt, okay,
Ich bin mir eigentlich jetzt darüber bewusst, dass ich diesen Prozess des ewigen Denkens nicht wirklich bewusst stoppen kann und auch muss. Das ist die erste Erkenntnis, dass ich nicht aufhören muss, nachzudenken. Dass ich nicht darüber nachdenken muss, dass ich denke, dass ich unruhig bin, dass ich verwirrt bin, dass ich mich aus dem Gleichgewicht gestoßen fühle, sondern dass ich einfach erstmal hier sitze. Wenn ich mich nicht mehr damit abgeben muss, dass ich nachdenke, dass ich verwirrt bin, dass ich unruhig bin, dass ich komische Gefühle habe, heißt das auch, dass ich zum ersten Mal vielleicht spüre, dass ich loslassen kann, irgendwas verändern zu müssen. Das ist die eigentliche erste Grundlage. Nun kann es aber nicht der Sinn sein, dass ich einfach nur sage, okay, ich akzeptiere das, sondern der Schwerpunkt liegt jetzt darin, mich auf etwas zu konzentrieren. Und ich konzentriere mich in dem Fall nicht mehr wieder auf das Denken, auf die Sachen, die mich in die Unruhe, in die Unzufriedenheit treiben, sondern ich konzentriere mich auf etwas Elementares, auf das Wesentliche, was mindestens oder eigentlich noch viel mehr Auswirkungen hat als das Denken. Denn das Denken wird in den Bewusstseinszuständen, in der Sinneswahrnehmung nur als ein Teil von fünf anderen Sinnen betrachtet. Wir können zum Beispiel riechen, wir können schmecken, wir können fühlen, wir können sehen, wir können hören und wir können natürlich auch denken. Die erste Aufgabe, die du hast, wenn du dich auf Stille einlässt, ist, dich erstmal zu spüren. Spüre dich erstmal. Spüre deinen Körper. Spüre das Gewicht auf dem Hintern. Egal wie du sitzt, ob du auf einem Stuhl sitzt, auf einem Kissen sitzt. Spüre dich. Spüre das Gewicht. Spüre die Erde, die dich trägt. Du bist da, wo du bist. Du schwebst auf jeden Fall nicht weg. Wir sind fest auf dem Boden verankert. Das ist die wesentlichste Grundlage. Das allein schon reicht für eine 15-minütige Meditation. Sich einfach mal nur, egal wie der Körper sich gerade auf dem Boden eingelassen hat, auch wenn du nicht gerade sitzt, sich einfach mal darüber bewusst zu sein, dass da Masse ist, die dich trägt, der du vertrauen kannst. Und das zu spüren, bringt dich aus dem Kopf weg aus diesem Ungleichgewicht des hier oben hin und her und wegfliegenden Aspektes, bringt dich weg auf den Boden der Tatsachen. Du kannst hören, du kannst die Wirklichkeit in dem Moment, in dem du jetzt gerade bist, hören. Die Herausforderung ist, die Dinge, die du hörst oder auch die du spürst, nicht zu filtern mit dem Denken. Du kannst aber nicht gleichzeitig hören und gleichzeitig darüber nachdenken und im Denken sein. Entweder du bist vollkommen im aufnehmenden Hören. Einer meiner Meister hat gesagt, es geht darum zu lauschen, eher zu lauschen. Lauschen bedeutet, rein ins Ohr und runter ins Herz. Hören würde bedeuten, rein ins Ohr, hoch in den Kopf, bla bla bla. Zu sehen bedeutet eher zu schauen. Ja. Du schaust, egal was gerade um dich herum ist, rein ins Auge. Runter ins Herz.
Nicht rein ins Auge, hoch in den Kopf, ich sehe das, ich bin hier, du bist da, bla bla bla, kenne ich, langweilig. Die Wirklichkeit eröffnet völlig neue Dimensionen, wenn du nicht diese Abkürzung hoch in den Kopf, in die Interpretation nimmst, sondern ins Erleben. Schaue wie ein Kind, sei neugierig, gierig nach diesem Anderem, scheinbar Anderem. Fühle die Dinge. In der Stille, wie ich anfangs meinte, fühle erstmal auch, wie es sich vielleicht unharmonisch anfühlt. Zen ist erstmal eine Bestandsaufnahme im ersten Moment. Ist die Konfrontation mit sich selbst. Zen bringt dich nicht in irgendwelche anderen Gefilde, in irgendwelche Zustände, in denen du dich möglichst wohl fühlst. Zen bringt dich direkt zu dir. Egal, wie du dich gerade spürst, dich wahrnimmst, dich fühlst, dich innerlich fühlst. Es bringt dich in die Wirklichkeit, wie es sich gerade auswirkt. Und wie es sich auswirkt, ist natürlich der Tendenz geschuldet, wie du dein Erleben bisher gefüttert hast. Man könnte buddhistisch sagen, karmisch gefüttert. Welche karmischen Spuren von Ursache und Wirkung sich durch dein Erleben hindurch auswirken. Mit dem Sitzen, so wie es auch im Hakuin gesagt wird, in diesem Text, über den ich mit Muo gesprochen habe, in einem Video. Wem nur ein einmaliger Sitz sich vollendet, dem löst sich alles Karma auf. Das bedeutet, dass du mit diesem Sitzen, mit dieser einfachen Bestandsaufnahme erst einmal von diesen Sinnesabgleichungen, von denen ich gerade gesprochen habe, neues Karma erschaffst, eine neue Wirkung. Denn dieses auf das Wesentliche zurückkommen heißt, eine wohltuende, eine heilsame Ursache zu setzen, die logischerweise eine heilsame Wirkung nach sich zieht. Und das ist die Einladung, sich erstmal darüber bewusst zu werden, warum du dich jetzt hier auf diese Übung einlassen kannst. Und diese Videoreihe soll dann dazu dienen, dich Stück für Stück an die Übung heranzuführen. Also vielleicht als Hausaufgabe bis zum nächsten Clip jetzt einmal einfach dich auf die Stille einzulassen. Also einfach mal dich hinzusetzen, möglichst gerade, möglichst so, dass du in den Bauch hineinatmen kannst. Das bedeutet einfach nur, dass du meinetwegen die Hände auf den Unterbauch legst und spürst, wie sich die Bauchdecke in der Atmung hebt und senkt. Dass wir wegkommen von der oben betonten Atmung, dass die Lunge sich weitet und dass hier oben die Energie ist, sondern dass wir die Energie hinunternehmen in den Unterbauch. Das reicht erstmal. Freunde dich mit dieser wohltuenden Stille an und finde einfach erstmal selber einen Zugang, ohne großartig jetzt mit Technik zu kommen, ohne großartige Anleitung zu haben. Du musst dir keine App nehmen, mit der du besser einschlafen kannst. Finde einen Zugang. Das ist erstmal die Sehnsucht hinein in das Elementare. Diesen Weg musst du dir selber eröffnen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Herzliche Grüße aus dem Wolkentor.